Tja, und dann danke Axel für die einleitenden Worte. Im Prinzip hast du mein Vorwort schon vorweggenommen. Tatsächlich möchte ich, bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, ein paar Worte vorab sagen. Also diejenigen, die mich kennen, Axel hat es gesagt, das ist meine erste Predigt überhaupt. Nicht mehr ganz meine allererste, die war am letzten Wochenende, aber meine erste hier in Stuttgart und meine erste in dieser Form. Also bis vor kurzem hätte ich ja nicht gedacht, dass ich überhaupt predige. Und weil, also die predigende Person ist im Augenblick der Predigt ja quasi das Sprachrohr Gottes, wenn man so sagen kann. Es verkündigt das Evangelium oder es teilt es mit. Und wer bin ich, dass ich einer solchen Aufgabe würdig wäre? Das waren so Gedanken. Dass ich nun hier stehe, das hat mit euch zu tun, mit der MCC, mit dieser Gemeinde, die mich überhaupt erst wieder in Kontakt zu Gott und meiner Spiritualität hat treten lassen. Und es hat mit dem Liedprogramm zu tun, Axel hat es schon erwähnt, das Ausbildungsprogramm der Laien. Denn aufgrund dieses Programms habe ich begonnen, mir und meiner Spiritualität auch zu vertrauen. Ich erwähne das zum einen, weil es nachher in der Predigt noch ein bisschen zur Sprache kommt. Und zum anderen erwähne ich es deshalb, weil diese Predigt eine Art Danksagung für mich ist. An verschiedene Personen. Zum Beispiel an Ines Paul mit seinem Predigtkurs, der Mut gemacht hat dazu und Werkzeuge vermittelt hat. An Axel, der mich quasi genötigt hat, bei diesem Liedprogramm mitzumachen. An Susanne, die mich zur MCC gebracht hat. Und letztlich an euch alle, an jeden Einzelnen von euch. Weil wenn ich MCC oder Gemeinde sage oder Kirche, dann seid ihr das. Also das ist ja keine abstrakte Organisation, sondern es sind die Menschen, die kommen und so eine Gemeinde ausmachen. Also danke. Und noch ein kurzes Wort zur Predigt an sich. Es ist eine etwas längere Version der Predigt von letzter Woche beim Europäischen Netzwerktreffen. Wie gesagt, die Predigt wurde schon mal gehalten als Teil eines Gottesdienstes, der von diesen Liedteilnehmern oder Teilnehmern an diesem Liedprogramm gestaltet worden ist. Der Predigttext, den wir gehört haben, das Evangelium, der kommt nicht von mir, sondern von Lorraine, das ist eine Teilnehmerin aus England. Ich hätte mir für meine erste Predigt vielleicht einen etwas weniger sperrigen und schwierigen Text ausgesucht, das kann ich euch sagen. Aber auch dazu, also ich habe lange mit dem Text gehadert, auch das wird in der Predigt noch zur Sprache kommen. Was ich noch im Vorfeld sagen möchte, ich gehe mit diesem Text in der Predigt auf eine sehr persönliche Art um. Also die folgende Predigt hat viel mit mir zu tun, ist vielleicht angemessen für die erste Predigt. Und ich vertraue dennoch darauf, dass darin auch ein, zwei oder mehr Gedanken, Bilder oder Gefühle stecken, die für jeden und jeden Einzelnen von euch, die euch eventuell berühren oder bewegen mögen. Und insofern komme ich nochmal auf Ines Paul und die Kölner Gemeinde zurück. Da steht am Predigtpult, also quasi hier vorne, der Spruch, prüfet alles und behaltet das Gute. Und das finde ich ein großartiger Einstieg. Und so predige ich jetzt über diesen Text. Johannes 21, meine Predigt bezieht sich eigentlich nur auf die Verse 15 bis 19. Das soweit, weil der Text noch länger vorgetragen worden ist. Aber für mich, für meine Predigt, ist diese Stelle entscheidend. Und der eigentliche Predigttext beginnt ja mit einer Frage. Spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Was für eine merkwürdige Frage. Also finde ich jetzt so. Ganz persönlich, insbesondere dieser zweite Teil, dieses mehr als mich diese lieb haben. Ich meine, das ist ein Vergleich. Und ein Vergleich hat eigentlich immer was damit zu tun, dass irgendein Gegensatz hergestellt wird. Hell, dunkel, mehr, weniger, gut, schlecht oder sagen wir mal gut, weniger, gut. Und da stellt sich mir die Frage, geht es hier tatsächlich Jesus um einen Vergleich? Also zwischen Petrus und den anderen Jüngerinnen und Jüngern? Hast du mich mehr lieb, als mich diese lieb haben? Also, sorry, ich finde das nicht besonders Jesus-like, um es mal so auszudrücken. Auch, weil sich die Frage ja objektiv gar nicht beantworten lässt. Ich meine, Liebe kann vielerlei Gestalt haben und ich kann auch nicht in die anderen hineinsehen. Und lieb haben ist zunächst mal ein innerer Vorgang. Wie also soll der Gefragte, hier Petrus, so einen Vergleich ziehen? Er kann ja nicht messen, wie sehr die anderen Jesus lieb haben im Vergleich zu ihm. Wenn sich die Frage also streng genommen für Petrus nicht beantworten lässt, warum stellt Jesus sie dann so? Nun, was Petrus tun könnte, ist die Frage subjektiv beantworten. Also nach seiner Auffassung, seiner Meinung und seiner Gefühlslage.
Und damit bekommt die Frage einen ziemlich anderen Sinn. Es geht hier Jesus nicht um Jesus, also wer hat ihn mehr lieb, sondern um Petrus. Die eigentliche Frage ist doch vielleicht die, ist es Petrus wichtig, derjenige zu sein, der Jesus mehr lieb hat als die anderen? Oder weiter, gibt Petrus hier unter Umständen eine unmögliche Antwort? Ja, Petrus spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nee, gibt er nicht. Im Prinzip beantwortet Petrus die Frage von Jesus gar nicht, er zieht keinen Vergleich. Er sagt einfach nur, ja, ich hab dich lieb. Er bezieht eigentlich, es geht Petrus in dieser Antwort oder bezieht sich nur auf seine eigene persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ist gut so, denn an der Stelle möchte ich an eine andere Begebenheit erinnern. Johannes, Kapitel 18, Vers 17. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Und er sprach, ich bin's nicht. Ihr kennt diese Passage alle. Aus der K-Geschichte. Jesus ist gefangen, Petrus geht ihm nach, wird gefragt und ist es Angst, fehlendes Vertrauen des Petrus? Auf jeden Fall ist es irgendwas, was stärker ist als seine Liebe zu Jesus. Und Petrus hat Jesus verleugnet. Und ja, Peter hat Jesus verleugnet. Viele Jahre, vielfach. Und damit komme ich zu mir. Aufgewachsen in einem christlichen, aber nicht zu christlichen Elternhaus und trotz Beziehungen zur Kirche bis in das Teenageralter hinein ging der Glaube an Gott, die Liebe zu Jesus Christus verloren. Das hat viele Gründe, äußere, ganz persönliche, innere, die tun ja eigentlich im Detail nichts zur Sache. Was ich sagen möchte, ist so viel, dass fehlendes Vertrauen dazu führen kann, dass man Gruppenrollen austauscht und allzu unkritisch bestimmtes Verhalten übernimmt. Und so war für mich dann in jungen Jahren als orthodoxer Marxist, soweit kann ich mich politisch outen sozusagen, natürlich allzu klar, dass Religion nur das Opium des Volkes ist. Wer kennt die Internationale? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht viele. Beginn der dritten Strophe. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Aber auch später, als die politische Radikalität eher einer Vernunft oder einer in der Vernunft geleiteten Kritik weicht, bleibt die Verbindung zum Glauben gekappt. Denn gerade aus Gründen der Vernunft ist ja mit Religion kein Staat zu machen. Mit wissenschaftlichen Mitteln ist Gott nicht zu beweisen, nicht einmal die Geschichten der Bibel, ein Märchenbuch. Das waren Gedanken, die ich damals hatte. Spirituell war das eine relativ lange Zeit der Wüste, eines Lebens in der Wüste, wie ihr euch vorstellen könnt. Eine Art zu betoniertes Feld. Auch wenn ich natürlich sagen muss oder zugeben muss, manchmal hat sich versucht, so ein Keim des Lebens durch diesen Beton zu bohren. Zum Beispiel um die Weihnachtszeit. Tief drinnen war dieses Bild ja immer noch von dem Hoffnungsträger und Friedensbringer, der nicht mit Macht und Gewalt daherkommt, sondern ganz unten beginnt. Als kleines Kind, geboren in einem Stall, umgeben von der warmen Geborgenheit friedlicher Tiere. Und dass dessen Ankunft auch nicht den Fürsten und Mächtigen mitgeteilt wurde, sondern den Hirten, also den kleinen Menschen, den Ärmsten der Armen, mit diesem unglaublich berührenden Fürchtet euch nicht. Ein Bild, das, wie ich mir innerlich gestehen musste, eine Wunschvorstellung einer gerechten Welt besser versinnbildlichte als alle politischen oder philosophischen Manifeste zusammen. Und so kommen wir zur Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Also nee, es geht Jesus nicht um einen Vergleich, das haben wir festgestellt. Es geht Jesus um jeden von uns ganz persönlich. Er spricht uns als Menschen an, unser Herz, unsere Seele, unseren Kopf, unseren Körper. Über die Jahrtausende hinweg, es geht um die Erkenntnis, dass die zentrale Wahrheit der Bibel oder des Evangeliums von Jesus Christus nicht faktisch bestimmt ist, also historisch korrekt oder so etwas. Sondern es geht um die Sorge für unsere ganzheitliche Existenz des einzelnen Menschen in der Welt. Und der Welt, also dem, was wir Schöpfung nennen. Oder um es wieder persönlicher zu machen, die Wucht dieser unglaublichen Entdeckung, dass es Jesus auch um mich geht, also dass Jesus ganz konkret um meinetwillen, als Peter Matthias Bach, geboren am 19.08.1974, am Kreuz gelitten hat und gestorben ist, hat mich befreit. Mich befreit von der Engstirnigkeit, diese Welt in rein materiellen Kategorien zu denken und zuzulassen, dass da mehr ist. Und ja, ich habe Jesus lieb. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal wird gefragt. Ja, und ich habe Jesus lieb, und doch muss ich traurig erkennen, dass damit automatisch alles in Ordnung ist. Wie Jesus dreimal fragen kann und ich dreimal Ja sagen kann, kann ich auch Jesus dreimal verleugnen.
Beispiele gefällig? Wenn ich im Alltag mich nicht aufrecht verhalte, nicht so, wie es Jesus sicherlich gerne hätte, wenn beispielsweise alte Gruppenmuster wieder an die Oberfläche treten, wenn mein Konsumverhalten nicht meine Mitmenschen oder die Schöpfung im Allgemeinen berücksichtigt. Oder ein anderes Beispiel. Ich engagiere mich hier jetzt in der Kirche zwischenzeitlich. Ich bin im Vorstand, ich leite, habe auch schon mal Gottesdienst geleitet, lese ab und zu mal gerne vor, laufe sogar beim CSD mit, jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, was ist das? Das sind eher materielle Tätigkeiten, technische Tätigkeiten, die materielle Ecke quasi des Glaubens. Was ist mit dem eigentlichen, diesem ganzheitlichen Wesenskern, den ich vorhin erwähnt habe? Was ist mit der Übernahme von der spirituellen Verantwortung? Wie steht es um mein Vertrauen diesbezüglich? Was ist mit Segensgebeten oder Predigen? Ich? Wie? Wie könnte ich? Wie sollte ich? Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das gab's. Johannes 18, Vers 27. Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. Dieses Leugnen hängt zusammen mit einem fehlenden Vertrauen, und zwar in die eigene Person und in die Akzeptanz der eigenen ganzheitlichen Gottgewolltheit. Und so können Liebhaben und mangelndes Vertrauen, Leugnen, durchaus gleichzeitig bestehen. Und Petrus wurde traurig und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus weiß, dass ich ihn verleugnet habe. Jesus weiß aber auch, dass ich es weiß und dass ich deswegen traurig bin. Ich leugne mein Leugnen nicht vor ihm. Und daher vertraue ich darauf, dass Jesus, der alles weiß, der meine Unzulänglichkeiten, meine Fehler, mein mangelndes Vertrauen, mein Leugnen kennt, doch auch weiß, dass ich ihn lieb habe. Und was antwortet Jesus immer wieder und aufs Neue? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das heißt, ich vertraue dir. Ich, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, gebe auch dir, Peter, meine Angelegenheiten in deine Obhut. Und wieder reißt es mich von den Socken. Das steht so im Manuskript, das kam in dem Augenblick so aus mir raus, deswegen lese ich es vor. Diese Vorstellung, was ist mein Liebhaben im Gegensatz zu diesem Vertrauen, dieser Liebe, die Christus jedem von uns, gleich wie sehr wir auch manchmal fehlen mögen, angedeihen lässt. Ich finde das so unglaublich großartig, so bestätigend. Das ist wahre Zuwendung. Und dann kommen wir zum Schluss von diesem Predigttext, also den Versen 18 und 19. Diese spezielle Weissagung an Petrus, dass er, ich glaube, ich lese es wörtlich vor. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Also, das ist zunächst mal eine ziemlich düstere Worte, die dann mit dem Vers 19 enden. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Was bitteschön fange ich denn damit an? Also das waren meine ersten Gedanken, als ich diesen Text gelesen habe in der Vorbereitung auf diese Predigt. Was fange ich damit an? Ja, das war genau die Stelle, die mich ziemlich lange mit dieser Predigt hadern ließ, die ich da halten sollte. Irgendwann relativ schnell festgelegt beim Netzwerktreffen. Und ich weiß auch nicht, wie es euch jetzt gerade geht, da ihr jetzt die Predigt hört. Ne? Also wir hatten dieses, sage ich mal, Frage- und Antwortspiel zwischen Jesus und Petrus und sind da eigentlich zu einem relativ versöhnlichen Ende gelangt. Und jetzt muss sich Petrus von jetzt auf gleich mit der Voraussage seines Todes auseinandersetzen. Wo stehen wir denn hier? Ich muss euch was verraten. Die gesamte Predigt, die ich bisher gehalten habe, oder sagen wir mal, der weit überwiegende Teil beruht auf einer Eingebung, die ich genau zu dieser Textstelle, genau zu dieser Weissagung hatte. Die Predigt hat sich also von hinten nach vorne entwickelt. Auf dieser Eingebung beruht auch die Erkenntnis, dass sich ein Predigttext nicht nur über den Prediger an die Gemeinde richtet, sondern sich ein Predigttext durchaus auch an den Prediger selber richten kann. Meine Person ansprechen kann und vielleicht dann durch den Prediger an die Gemeinde. Und was war jetzt diese Eingebung? Ich kann euch nicht mal sagen, genau wann sie war einfach irgendwann da. Ich glaube, ich saß in meinem Zimmer auf dem Bett und plötzlich, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ich interpretiere diesen Text also für mich so. Am Anfang habe ich mich selbst gegürtet. Ich bin hingegangen, wo ich hin wollte. Selbstbezogen, getrennt von Gott und der Ganzheit der Schöpfung, ausschließlich auf meine eigene, mitunter oberflächliche Ansicht der Welt bedacht. Doch später kommt jemand, der mich gürtet, der mir ein neues Gewand anzieht, neue Erkenntnisse eröffnet, der mich mitunter auch dahin führt, wo ich nicht unbedingt hin will, aber genau dadurch meine Welt erweitert, weil ich die Orte ja sonst nicht kennengelernt hätte, der mich über meine selbstbezogenen Grenzen führt und mich mitnimmt in seine Gemeinschaft und mir Vertrauen schenkt. Der Tod, den ich dadurch sterbe, das ist der aus Lukas 9, 24. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Und so will ich Jesus seinem Ruf gerne folgen. Und deswegen stehe ich hier und predige zum allerersten Mal. Gott sei Dank. Amen. Amen.